Bleib doch mal da. Komm jetzt her. Oh, den habe ich trotzdem noch getroffen. Und wo sind meine Federn hin? Da oben fliegen. Oh shit, okay. Natzt man einen, kommen der ganze Clan. Das ist jetzt natürlich etwas ungünstig, denn ich wollte jetzt hier gerade speichern. Ist die runtergesprungen? Ah, tja. Wow. Also die Hacke, die geht ja mal ordentlich ab. Und immer schön aufs Gesicht. Nein, das dürft ihr natürlich nicht so ernst nehmen jetzt. Okay, wir wollten jetzt Axt-Tuning. Wir packen das ganze Zeug hier rein, packen meine Axt rein und packen hier alle Federn rein. Kann mir jemand verraten, wo meine Axt jetzt ist? Ist es ein bekannter Bug? Gabby? Ich weiß es nicht, meine Axt ist weg. Okay, zum Glück haben wir noch eine zweite Hacke. Gut, dann müssen wir jetzt mal schauen, dass wir speichern können. Natürlich wäre das jetzt richtig kacke, wäre auch die Axt vom Boot dann weg. Und Home Run! Yes! Okay, komm schon, gib mir wenigstens ein paar Federn. Hab gerade schon so viel verloren. Gut, ich gehe jetzt weiter hacken. Ich muss hier speichern, damit ich wieder neu laden kann. Ich glaube, mir reicht sogar ein Baum. Stöckchen und Steinchen haben wir, glaube ich, sogar ein paar. Okay, dann gehe ich gleich mal in mein schlaues Buch. Ich sehe nichts. Wo ist es denn? Da ist er. Oder sie. Okay, das ist nur einer, den könnte ich packen. Da hört sie immer gleich auf mit der Geklimpermusik, wenn es hier... liegt der jetzt im Zelt? Hallo? Oh, der liegt echt hier drinnen. Oh! Stirb im Zelt! Okay. Jetzt wollte ich immer noch mein Zeltchen bauen. Das mache ich jetzt auch schnell auf die Schnelle. Ich kann hier leider fast... shit, ich muss weg. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Ich will doch hier ganz chillig bauen. Und ich laufe hier rum mit meinem Haus in der Hand. Hier hinten kommt schon die nächste. Ich will es wenigstens den Blueprint platzieren. Jetzt reicht's mir hier mit den Typen. Können wir, glaube ich, schon hier einen riesen Effigy bauen. Und jetzt nehme ich nochmal mein Büchlein in die Hand und setze endlich mal hier mein Holzgerüst hier hin. Et voilà. Ich glaube, hier kommt schon wieder was. Oh, hier kommt eine ganze Menge sogar. Ich will unbedingt speichern. Koste es, was wolle. Vielleicht entdecken sie mich nicht, wenn ich hier einfach rumlaufe mit dem ganzen Holz vorm Face. Hier hinten liegt noch ein bisschen Holz. Ich müsste was trinken oder was essen. Ah, sorry, ja, Nase juckt. Ich brauche noch ein paar Steine. Wie viel brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch 4 Steinchen. 1. 2. Was warst du? Du bist ein kleines Steinchen. Du bist auch ein kleines Steinchen. Du bist ein großes Steinchen und du auch. Wo ist meine Hütte? Hier hinten. Die laufen alle gemütlich an mir vorbei. Ich glaube, die wollen alle hier hoch zu diesem komischen Baum. Wir brauchen noch 3 Loks. Und dann will ich tatsächlich nochmal laden, denn das ist natürlich mega ärgerlich. Wenn ich hier gerade meine Axt tune, den ganzen Weg auf mich genommen habe, nur wegen dieser Axt, und dann ist er auf einmal aus meinem Inventar verschwunden.
Ich kann hier gar nicht mehr tragen. Und nein, ich werde auch keine Sackkarre mehr bauen, denn ich habe keine Lust mehr auf Liegen. Es sei denn, ich habe hier gespeichert. Okay, wir haben Hunger. Uns fehlt auf jeden Fall. Ich mache auf die Schnelle, glaube ich, noch hier. Meine Arke ist wieder da. Oh mein Gott. Sehr schön. Dann nehme ich jetzt trotzdem mal mein Büchlein. Und werde mir hier mal so eine Feuerstelle machen. Ganz gemütlich vor mein... vor meinem Plätzlein, vor meinem Schlafgemach. Ach komm schon, wie viele... Was ist denn hier los? Okay, vielleicht sehen sie mich gar nicht. Mein Häuschen ist ja immer noch nicht fertig. Aber wir bräuchten trotzdem ein paar Steinchen. Ein paar Stöckchen, nein. Und hier wird schon wieder gekreischt und geschrien. Wir bräuchten noch Steinchen. Hier haben wir einen. Jetzt kommt dieser Typ schon wieder auf mich zu. Es ist unglaublich. Ich renne jetzt einfach an dem vorbei. Okay, ich laufe einfach an ihn vorbei. Komm schon, lass mich doch wenigstens einmal kurz speichern. So, jetzt kann kommen, was will. Wir sind auf jeden Fall erstmal safe. Aber herausfordern will ich es trotzdem nicht. Oh, die reagieren ja echt auf die Steinchen. Oh mein Gott, ist das amazing. Ich habe das ja das erste Mal probiert. Gut, wir bräuchten 4 Steinchen. Dann können wir uns was zu essen machen. Jetzt habe ich hier schon wieder ein Steinchen. Die sollen weiter schlendern. Stein. Komischerweise finde ich hier keine mehr. Aber dafür ein Fliegerät. Ach komm schon, was ist denn hier los? Für was werfe ich denn hier die Steine in der Gegend rum? Ich sehe allerdings auch keinen Gegner. Ihr seht ihn bestimmt wieder, nachdem ich das Video gerendert habe. Ach, hier liegt ein Toter. Ich hau mir jetzt noch eine Coke rein auf die Schnelle. Hier läuft irgendwas. Oder war das ich? Nein, hier läuft doch was. Wo ist denn der, diejenige? Ach komm schon, ich brauche doch nur noch ein paar Steine. Wow, wow, oh mein Gott, jetzt bin ich ja schon fast erschrocken. Lass mich in Ruhe, ich brauche nur noch 2 Steinchen. Oh, eines. Oh, ein kleines Frettchen. Ja, hier muss es doch irgendwo einen verdammten Stein geben, das kann doch nicht sein. Und dass das jemand im Koffer mit rumtransportiert, denke ich ja auch kaum. Steinchen. Steinchen. Ja, meines. Sehr schön, jetzt bin ich schon wieder erschrocken. Jetzt habe ich schon wieder gedacht, wir werden hier schon wieder angegriffen. Okay, wir haben unsere erste eigene kleine Base wieder mal zum, ich glaube, 20. Mal ungefähr. Ich werde mir jetzt trotzdem mal ein Steak drauflegen. Und kochen. Achso, und dann gehe ich mal schnell auf die Schnelle schlafen. In Hoffnung, dass der nächste Tag gleich wieder der Früh oder der Morgen ist. Oder tiefste Nacht, denn die Sterne sind am Himmel. Was machen denn die hier? Die sind hier auf meinem Grundstück. Ich darf mein Ding nicht vergessen. Na komm. Oh, jetzt bin ich erschrocken. Nein, nicht nachschauen. Ich will doch nur essen. Sehr schön. Und jetzt gibt es hier Ärger im Revier. Keiner geht auf mein Grundstück. Oh, das war ein Instant Kill. Was hat denn der gemacht? Der hat einen Zahn gegessen.
weiß es nicht. Aber wir gehen jetzt noch ein bisschen tunen. Haben wir noch ein paar Federn? Ja, 5 Stück hätten wir noch. Jetzt habe ich allerdings Angst, dass meine Axt wieder weg ist danach. Die ist anscheinend noch da. Allerdings irgendwie unsichtbar. Und sobald ich mein Inventar wieder wegmache und wieder aufmache, ist sie wieder da. Oh, komm nur her, Früchtchen. Nein, ich habe das Feuer in der Hand. Oh, das sind mehr, das sind mehr, das sind mehr, das sind mehr, das sind mehr. Okay, wir machen Feuer aus. Gehen hinter unser Feuer. Wenn jetzt hier jemand herkommt, dann gibt es hier ordentlich Prügel. Oh, die prügeln sich gegenseitig. Und wenn sich zwei schlagen, freut sich der Dritte. Hatscha! Hatscha! Woo! Und du bleibst auch liegen, du dreckiges, kleines... Ich hab doch gewusst, dass ich noch was höre. Ich könnte hier schon aus den Zähnen eine Säge machen wahrscheinlich. Die fressen sich gegenseitig. Jetzt frisst der Nächste bestimmt wieder den. Oh, er hat sich verbackt. Oh, das ging mal voll ins Face, hätte ich mal gesagt. Oh, ich finde die Hacke ja awesome. Komm her, du kleiner Buschtrammler. Komm her. Oh. Oh, der hat einen Kopf verloren. Oh. Meine Axt muss blutig sein. Okay, sie ist aber ganz sauber. Ist immer noch das Smiley drauf. Ja, was ist denn hier los? Ich habe hier nicht mal die Chance, hier irgendwas zu bauen. Weil hier die ganze Zeit die Typen rumlaufen. Der frisst schon wieder an den Nächsten rum. Wow, jetzt muss ich aufpassen. Ist mein Lissy Lisser kaputt? Ich glaube, die mögen sich nicht so. Ich meine, schaut euch das mal an. Hier jagt Mann, Frau, Frau, Mann, dreckiger jagt sauberen und andersrum. Los du. Wow, wow, wow. Entschuldigung, können Sie ein bisschen zurückgehen? Ich komme mir etwas bedrängt vor. Ich brenne. Oh mein Gott, ich brenne. Oh mein Gott, Mates. Ich glaube, wir werden es nicht schaffen. Ich renne jetzt hier einfach weg. Ich muss Pillen nehmen. Ey, das ist hier das totale Schlachtfeld. Okay, solange sie sich gegenseitig prügeln, ist mir das egal. Ey, was ist denn das? Ein Toast? Okay, Mofa geht einfach mit Prügeln. Hatscha! Wow. Instant. Okay, Mofa hätte doch nicht mit Prügeln sollen. Oh mein Gott. Okay, aber wir sind in der Höhle. Vielleicht kommen wir diesmal lebendig raus. Ja, use Leiter, ne? Das ist wieder hier die Geschichte mit dem Feuer. Erstmal Pillen. Dann erstmal Energie. Wir haben leider nichts, was uns Energie bringen würde. Deswegen hauen wir jetzt ganz viele Schokoriegels rein. Und dann sind wir diesmal etwas schlauer. Ach du Scheiße, wo stehe ich denn drauf? Hallo? Leute, wo bin ich denn? Warum ist das alles gerade so ruckelig? So... irgendwie. Ach du Kacke, ey. Ich bin, glaube ich, gerade durch die Decke gefallen.
Jungs und Mädels, ich habe ein kleines Problem. Ich stecke hier nämlich fest. Oh, jetzt geht's, jetzt ging's. Aber trotzdem ist es so hakelig, so ruckelig. Nicht gut. Hier sind Finger. Okay, wir können wieder laufen. Ich, Gott sei Dank. Ja, aber wenn der Typ da hinten liegt und es so schwer zu finden ist, dann muss doch hier hinten irgendwas Besonderes sein, oder? Vielleicht irgendeine neue Wumme oder irgendwas Abgefahrenes, außer der Typ hier. Okay, aber ich glaube, hier gibt es nichts Abgefahrenes. Also die Höhlen, wie ich gerade gemerkt habe, sind immer noch leicht buggy. Okay, und ich sehe hier das erste Mal die Höhle. Oh mein Gott, gibt es da ein Seil zum Klettern? Allerdings will er bei mir gerade nicht so klettern. Oh shit, ich kletter ja schon am Seil. Oh mein Gott, das ist ja amazing. Das haben sie echt cool hinbekommen. Okay, sobald Kontakt angesagt ist, brauche ich hier Leuchtfackeln. Und ich habe nur noch eine. Was macht er denn hier? So hätte ich das gerne. Und so. Okay, Leute, ich habe gerade etwas Angst. Denn ich habe keinen Dunst, wie ich hier rauskommen soll. Ach du Scheiße. Okay, ich muss jetzt meine Taschenlampe wegpacken. Irgendwie auf die Schnelle, ganz schnell. Und dann wird es Zeit, dass ich ihn vermöbel. Ich habe noch meine Taschenlampe in der Hand. Ey, ich habe dir voll auf den Kopf geschlagen. Was ist hier los mit dir, Typ? Ach, ich kann die einfach so wegpacken. Ich frage mich jetzt, wie ich hier rauskommen soll. Ohne Leben, ohne Licht, ohne Kevlar. Nützt mir dir was? Anscheinend nicht. Hätte ich wenigstens ein paar Medic-Kräuter. Oh mein Gott, hier geht's weiter. Ey, ganz cool, Brother. Und ich kann auch nicht mehr laufen. Oh mein Gott, was ist hier los? Okay, Leute, ich weiß, ihr könnt nichts sehen. Aber ich probiere immer in seinen kurzen Pausen draufzuschlagen. Okay, das war's schon wieder von mir. Zum Glück haben wir wenigstens gespeichert. Mir ist es ein Rätsel, wie man zurzeit noch aus dieser Höhle rauskommt. Denn die sind ja so dermaßen dunkel, dass man überhaupt nichts mehr sehen kann. Ja, liebe Leute, dann hätte ich mal gesagt, laden wir einfach das nächste Mal wieder neu. Ja, bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut, euer Mofa. Ciao, ciao.